Hallo, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Topstylist bei Icono. Wir sind hier gerade im Quartier, im Salon. Und ich würde euch gerne mal zeigen, wie wir das bei uns im Salon hier machen. Da ja das aktuelle Thema ja wirklich noch cool Blondtöne halt sind, habe ich mir auch gleich mal ein Modell mitgebracht, die Franzi, die ganz gerne heller werden möchte, ganz gerne kühler werden möchte und das Ganze auch zum ersten Mal bekommen würde. Ausgangssituation, wie ihr schön sehen könnt, ist natürlich eine schon gefärbte Grundlage, wo die Ansätze ein bisschen dunkler sind, die Längen und Spitzen heller sind, aber schon sehr goldig sind. Und ich würde ganz gerne diese Balayage-Technik halt einfach hier verwenden. Der ganze Kopf wird aufgehellt, wobei die Ansätze dunkler bleiben, mit einem ganz weichen Übergang zu den Spitzen. Das Ganze wird mit dem Aufhellungsprodukt Blondierung erarbeitet, hat natürlich eine extrem lange Einwirkzeit, um mal auch diesen Salonatmosphäre zu darzustellen. Wird das Ganze auch logischerweise nochmal nuanciert, dass wir wirklich einen schönen, hellen, kühlen Farbton erzeugen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, mein Modell Franzi ist natürlich jetzt erstmal vorbereitet zum Färben, Farbumhang, alles drum. Jetzt unterteile ich mir den Kopf ein bisschen, damit man einfach besser, sauberer arbeiten kann. Ganz einfach grobe vier Sektionen, abgestimmt auf den Scheitel. So, hier natürlich ganz, ganz wichtig, im Nacken anzufangen und wirklich relativ schmale Passés zu nehmen. Weil wirklich der ganze Kopf ja eben, wie gesagt, heller werden soll. Und in dieser Einstreich-Painting-Technik ist es halt so, dass am Ansatz natürlich weniger Produkt aufgetragen wird, um einfach diesen weichen Verlauf zu erzeugen. Und im Mittelstück und im Endstück nachher das Ganze wirklich sehr satt und sehr sorgfältig aufgetragen werden soll. Aber wirklich eben, wie gesagt, mit einer ganz weichen, mit einem ganz weichen Übergang, ganz weichen Verlauf. Und da wirklich Step by Step, ich denke mal so 2-3 cm maximal und dann von unten nach oben den ganzen Kopf erarbeiten. Verschiedene Varianten, das Ganze zu erarbeiten. Dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich sowieso den ganzen Kopf mache, braucht man nicht nach jeder Sektion noch eine Zwischenfolie zu setzen, weil ich brauche die nachher nochmal, um einfach diesen Ansatz noch ein bisschen weicher zu gestalten. Darum mache ich mir jetzt immer zwei Abteilungen und setze eine Folie als Schutz dazwischen. Aber ich brauche die nachher nochmal. Und die Folie deswegen einfach, man kann durchgucken. Riesengroßer Vorteil gegenüber der Alufolie. Materialverbrauch natürlich auch ein entscheidender Punkt und geht halt einfach super einfach. Man kann die Länge wirklich selber justieren, so wie man es wirklich braucht. Und ich bin mittlerweile wirklich absoluter Fan von dieser Folie, Klarsichtfolie.
So, falls es euch aufgefallen ist, meine Assistentin hat in der Zwischenzeit einen zweiten Farbtopf mit Blondierung Silklift vorbereitet. Bei der ersten Mischung hatte ich 6% und 9% angemischt und jetzt bei der zweiten Mischung mit 9%, um einfach diesen Aufhellungsgrad möglichst gleichmäßig zu gewährleisten. Da wird einfach das untere Stück, was jetzt schon viel länger einwirkt und zum Schluss nachher das letzte Stück relativ gleichmäßig hell zieht. Einfach um die Ohren zu schützen, ein bisschen Folie nehmen. Das ist der Riesenvorteil, weil die sehr biegsam ist. Und da kommt auch kein Produkt auf die Ohren. Und selbst wenn es drauf kommt, passiert auch nichts. So, wie lange lässt man sowas einwirken? Hängt natürlich immer davon ab, wie der Wunsch ist, wie hell soll es werden. Je klarer und heller der Blondton ist, umso einfacher wird einfach die Nuancierung im Anschluss. Und das hängt natürlich immer von der Haarlänge ab. Ne? Und wie gesagt, wie hell das eigentlich werden soll. Das ist von Haar zu Haar total unterschiedlich. Also hier auch ruhig im Salon ein bisschen Zeit einplanen, lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, weil jeder Arbeitsschritt braucht wirklich auch seine Zeit. Idealerweise wäre natürlich, wenn die Kunden natürlich im Salon stehen, dass man sich die Haare auch wirklich vorher mal angucken kann. Dass man sieht, okay, ein Beratungsgespräch, wie lange sowas halt dauert. Das ist wirklich von Kunde zu Kunde total unterschiedlich. Okay, wie ihr seht, bin ich gerade fertig. So sieht die fertige Technik aus. Kompletter Kopf ist eingemalt, ganz, ganz weich, alles ausgeschützt mit Folie. Ansonsten Einwirkzeit, wie gesagt, wisst ihr selber, das ist von Haar zu Haar unterschiedlich, je nachdem, wie hell das Haar halt werden soll. In dem Fall soll es wirklich sehr hell sein, sehr klar sein. Und hier macht es Sinn, ab und zu mal nachzugucken, wie hell alles so ist, ob die Befindlichkeit alles gut ist, ob noch Kaffee genug da ist. Ansonsten ist sie jetzt erstmal fertig zum Einwirken. Wie es nachher ausgespült aussieht, seht ihr gleich. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, komme ich gerade vom Ausspülen. Hab zweimal schamponiert, neutralisiert mit dem Conditioner. Und der Vorgang ist jetzt erstmal abgeschlossen. Wie man natürlich unschwer erkennen kann, ist das natürlich noch nicht der Hauptton, der es nachher im Endeffekt auch werden soll. Das ist natürlich noch ein bisschen goldig, noch ein bisschen unterschiedlich. Was jetzt kommt, ist natürlich die Nuancierung, immer unerlässlich nach dem Blondieren. Und hier habe ich mich für eine 10er-Reihe entschieden, auch mit der Colorance 2%, 10V und 10P, um einfach diese Helligkeit zu erhalten, aber wirklich natürlich deutlich gegen dieses Gold zu arbeiten, um einfach auch hier diesen cool Blond-Effekt zu erzeugen. Und das trage ich jetzt global auf, Ansatzlänge Spitze und gehe dann in die Einwirkzeit, volle Einwirkzeit, 30 Minuten ohne Wärme. Und dann wird einfach nur ausgespült und das fertige Ergebnis seht ihr dann gleich nach dem Stylen oder nach dem Ausspülen. So, auch nachdem alle Ansätze eingefärbt sind, natürlich auch die Länge und Spitzen mit einfärben. Ich nehme einfach einen großen Kamm, um einfach das Durchkämmen zu vereinfachen. Dann zieht es auch nicht ganz so.
Großprojekt Blond ist jetzt auch erledigt. Jetzt werde ich noch ein Styling machen. Und dann werden wir uns das Ganze mal im Trocknen anschauen, ob wir auch das wirklich erreicht haben, was wir uns so vorgestellt haben. Bis gleich. Vom Styling. Ganz einfach eben locker trocken geföhnt mit der Paddle Brush und vorher natürlich Flat Marble als Hitzeschutz reingegeben. Jetzt werde ich auf der linken Seite das Ganze so beruhigt lassen, glatt lassen, dass die Struktur einfach ein bisschen noch ein bisschen glänzt. Ein bisschen Glanzspray. Um einfach das Ganze so ein bisschen ruhiger zu gestalten, natürlich den Glanz wieder so ein bisschen hervorzuheben. So, und auf der rechten Seite gebe ich ein kleines bisschen von Sleek Perfection rein. Das ist ein Hitzeschutz, der ins trockene Haar reinkommt. Weil ich hier gleich mit dem Wetteisen noch ein bisschen arbeiten möchte, einfach so ein paar leichte Wellen einarbeiten möchte. Und die Haare haben zwar schon so ein bisschen Hitzeschutz mit drin vom Flat Marble, aber um hier einfach nochmal zusätzlich zu schützen, ne, um einfach die Struktur auch wirklich zu schützen, in dem Fall jetzt nochmal dieses Produkt. Und jetzt werde ich mit dem Glätteisen auf der rechten Seite so ein paar leichte Wellen einarbeiten und dann sind wir auch schon fertig. Wie ihr seht, ist alles fertig. Linke Seite schön glatt, schön smooth. Und auf der rechten Seite einfach lockeres Styling mal. Vielleicht abends zum Weggehen oder für ein Dinner oder irgendwas. Hier kann man schon ganz gut erkennen, wie der Farbverlauf so ist. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch.